Komm schon, Natsch, jetzt versuch einfach mal, es zu vergessen. Sowas passiert eben. Ja, ja, das sagst du so einfach, Simon. Aber es ist ja nicht dein Freund, dem das Ganze passiert. Trotzdem, das Leben geht weiter. Nein, für Eddie geht's nicht weiter. Ist irgendwas, Natsch? Nein, es ist überhaupt nichts. Ich hab noch gehört, was Simon gesagt hat. Das Leben geht weiter. Spielt ja keine Rolle, dass ein Freund von mir verloren ist. Das Leben geht schon weiter. Ach komm, Natsch, jetzt übertreibst du wirklich ein bisschen. Oh, Simon, bitte, langsam. Ich meine, wenn ein Freund von Natsch krank ist... Todkrank! Todkrank? Natsch, das ist ja furchtbar. Ist es jemand, den ich kenne? Das bezweifle ich. Hör mal, ein bisschen mehr Feingefühl, wenn ich bitten darf, ja? Dieser Freund von dir, wer ist das? Wie ist sein Name? Eddie. Eddie, nein, kommt mir nicht bekannt vor. Wo wohnt er? Auf dem dritten Fairway, gleich hinter dem Hydranten der Rasensprenganlage. Er wohnt auf dem Golfplatz? Wie, ist er ein Landstreicher oder? Nein, natürlich nicht. Ah, ein heimatloses Kind. Ein Baum. Ach so, ich verstehe. Ein Baum, Natsch? Du machst wegen eines Baums so ein Theater? Ja, warum auch nicht? Bäume sind schließlich auch nur Menschen, oder? Weißt du, Dad, es geht um Eddie die Ulme. Und ich fürchte, für Eddie ist allmählich die Stunde gekommen, den Löffel abzugeben. Bäume haben keine Löffel, Simon. Okay, na dann sagen wir, Eddie ist im Begriff, den Weg allen Holzes zu gehen. Die ewigen Forstgründe warten auf ihn. War ja klar, dass du darüber lachst, Simon, aber es ist eine Tragödie. Ich bitte dich, Natsch, hier geht's nicht um das Ende des tropischen Regenwaldes. Also, wenn ich es recht verstanden habe, stimmt irgendwas mit Eddie nicht. Für dich immer noch Mr. Ulme, Dad. Ihm war doch nur ein bisschen flau, sonst nichts. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn wieder auf die Beine bringe. Aber nein, Sie müssen natürlich McPhy holen. McPhy? Den Baumdoktor. Der Mann ist ein Metzger, er will immer nur hacken, sägen und schneiden. Sie wissen doch, wie das ist. Im Grunde ist er kerngesund. Aber lassen Sie die Ärzte an ihn ran und schon geht's bergab mit ihm. Und ehe du dich versiehst, kommt das dicke Ende. Du, meinst du nicht etwa das... Brennholz. Oh. Hört auf! Eins sage ich Ihnen, Mr. Kelly, wenn Sie sich mal ein bisschen flau fühlen und jemand will Sie mit der Kettensäge in Stücke schneiden, dann werden Sie sich dran erinnern. Du hast recht, Natsch. Ich würde mich darauf auf keinen Fall einlassen. Ach, jetzt komm, Natsch. Du musst doch mal den positiven Aspekt der ganzen Sache sehen. Immerhin hat Clem dir ein paar Tage freigegeben, oder? Hast du noch Überstunden zum Abfeiern, Natsch? Nein, er hat mir Urlaub gegeben, damit ich Zeit habe, mich von einer schweren Familientragödie zu erholen. Oh, ich verstehe. Ich kannte Eddie schon als kleinen Setzling. Ich habe mit ihm mitgelitten bei jedem Hook oder Slice, den er abgekriegt hat von diesen Golfblindgängern. Vor allem von Mrs. McGillicuddy. Mrs. McGillicuddy? Das ist unser Codename für alle Golferinnen. Wenn Sie jemals auf dem Golfplatz sind und Sie hören jemanden rufen, Mrs. McGillicuddy, dann gehen Sie bloß schleunigst in Deckung. Oh, verlass dich drauf. Ja, und oft genug kam Eddie gesprungen und hat seinen starken Stamm schützend vor mich gestellt. Eigentlich habe ich mich eher schutzsuchend hinter ihn geschmissen. Oh, hi, Dad, wann gibt's Abendessen? In 10 Minuten, brauchst nicht mehr wegzugehen. Gut, ich habe einen tierischen Hunger. Hi, Natsch. Wieso machst du denn so ein langes Gesicht? Sie wollen Eddie umbringen. Sie wollen was? Meinen besten Freund Eddie. Sie sägen ihn mit der Kettensäge in kleine Stücke und verheizen ihn. Dad, was das Essen angeht, kann ich's mir anders überlegen. Wissen Sie, Mr. Kelly, wegen dieser Geschichte auf dem Golfplatz, ich überlege, ob ich aufhören sollte. Oh, komm, Natsch, jetzt übertreibst du ein bisschen, findest du nicht? Es ist doch nur ein Baum. Es ist doch nicht nur wegen Eddie. Nein, ich habe mir das alles mal überlegt. Durch den Job auf dem Golfplatz werde ich bestimmt nicht reich werden. Tja, wahrscheinlich nicht. Aber du wirst immerhin anständig bezahlt und die Arbeit macht dir Spaß, meistens jedenfalls. Ja, aber man verdient nicht die große Kohle, wenn man für jemand anders arbeitet. Der ganze Rubel rollt an einem vorbei, wenn man nicht sein eigener Boss ist. Oh, verstehe. Du willst ja dein eigenes Fairway kaufen und dich selbstständig machen. Ja, darauf begründet sich doch der Wohlstand unseres Landes. Wie? Du meinst auf Golf? Nein, ich meine auf die freie Marktwirtschaft. Das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo Milch und Honig fließen. Ja, und eins, in dem das Finanzamt sprießt. Trotzdem, das ist das einzig Wahre. Ich meine, nehmen wir Sie zum Beispiel. Sie haben Ihren eigenen Betrieb, oder nicht? Ja, aber ich bin nicht reich. Sie sind jedenfalls reicher als ich. Ist jemand nicht reicher als du? Trotzdem, mal ehrlich, es ist doch so, Sie sind nie knapp bei Kasse, oder? Hey, Dad, ich muss morgen in der Schule $15 für Bücher zahlen. Sonst muss ich nachsitzen. Okay, okay. Dad, ich brauche ein bisschen Geld für neues Zeichenpapier. Was ist aus dem letzten Schwung geworden? Das habe ich bemalt. Wir haben altmodische Lehrer. Wenn wir weiße Blätter abgeben, geben sie uns schlechte Noten. Na gut, aber bitte bemal doch deine Blätter auf beiden Seiten und nicht nur auf einer. Dad, wo du gerade dabei bist, hast du vergessen, dass du mir mein Taschengeld noch nicht gegeben hast? Aber Simon, ich habe nur noch $5 da drin. Ach, das macht nichts. Dann nehme ich erstmal die. Den Rest kannst du mir geben, wenn du wieder bei Kasse bist. Tschüss. Zu großzügig von dir. Lass es dir von mir gesagt sein, Natsch. Reich wirst du nicht dadurch, dass du einen eigenen Betrieb hast. Sondern? Sondern dadurch, dass du keine eigenen Kinder hast. Ah. Oh je, wenn ich das rechtzeitig fertig kriege, grenzt das an ein Wunder. Gott sei Dank ist Betty nicht hier und lenkt mich ab. Das wäre... Mr. Kelly, Sie raten im ganzen Leben nicht, was passiert ist. Oh, es tut aber mir leid, ich habe keine Zeit, mir irgendetwas anzuhören. Aber wollen Sie denn nicht die Geschichte von der Bank hören? Nein. Und auch nicht, was Betty, passiert ist? Ich will reineweg überhaupt gar nichts hören. Aber nichts. Ich will nicht hören, dass ihr wellensittiche Müsli verloren gegangen ist. Ich will nicht hören, dass Helga ihre Post oben ohne austrägt. Ich will nicht hören, dass Mrs. Crookshank mit der Heckenschere aus ihr losgegangen ist, weil sie mit dem Motorroller in ihre Hecke gebrettert sind. Das hat sie doch nicht etwa getan, oder? Was? Mrs. Crookshank mit der Heckenschere auf mich los? Nein, hat Helga die Post oben ohne ausgetragen? Natürlich nicht.
Gut, dann will ich nichts hören. Aber Schnabel, sitz. Wollen Sie gar nicht hören, wie der Mann mich mit der Pistole bedroht hat? Nein. Betty, Betty, das ist nicht fair. Sie wissen, ich muss heute Abend nach Melbourne und die Entwürfe müssen fertig sein. Warum hat der Mann Sie mit der Pistole bedroht? Weil die Glocke angefangen hat zu klingeln. Logisch, und haben alle gesagt, jetzt richten wir mal unsere Pistolen auf diese behämmerte Person. Nein, nein, nein. Er hat seine Pistole auf mich gerichtet. Wen meine ich wohl mit behämmert? Ach so, ja. Jedenfalls, ich gehe in die Bank rein und denke mir nichts Böses. Und plötzlich fängt es an zu klingeln. Und im nächsten Moment richtet doch tatsächlich einer von den Wachmännern seine Pistole auf meinen Kopf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das macht man nicht, das ist viel zu gefährlich. Ja, stimmt. Ein von ihrem Kopf abprallender Querschläger könnte jemanden töten. Ja. Naja, und dann hat er gemerkt, dass ich es bin und dann hat er seine Pistole wieder weggesteckt. Das verstehe ich nicht. Wenn er bemerkt hat, dass Sie es sind, warum hat er Sie dann nicht erschossen? Sekunde. Warum hat er spät gemerkt, dass Sie es sind? Warum hat er es nicht gleich gemerkt? Naja, also wissen Sie, ich hatte doch meinen Helm auf. Sie sind mit einem Helm auf dem Kopf in eine Bank? Ja, und dann gingen plötzlich die ganzen Alarmbimmeln los. Ich weiß auch nicht, warum. Betty, was glauben Sie, tragen Bankräuber am liebsten? Pünktchenkrawatten? Ja, und Boxershorts mit Weihnachtsmännern drauf, aber auch Sturzhelme wie den da. Und deshalb ist es verständlich, dass, wenn jemand mit dem Helm in die Bank kommt, die Angestellten ein wenig nervös werden. Oh, das war also der Grund. Und ich dachte, all denen wäre der Kugelschreiber runtergefallen oder sowas. So? Ja, weil die Angestellten sich auf einmal hinter den Schalter geschmissen haben und ich sie nicht mehr sehen konnte. Stopp, das reicht. Hören Sie, Sie wissen, dass ich nach Melbourne muss und Sie sollten zur Bank gehen und Geld holen. Haben Sie das getan? Ich wollte es holen. Aber Sie haben es nicht getan. Naja, wegen der Pistole und den Alarmglocken und dem Ganzen habe ich das irgendwie alles ein bisschen vergessen. Okay, hören Sie, dann gehen Sie nachher nochmal hin und holen das Geld. Aber diesmal tragen Sie bitte keinen Sturzhelm, ja? Aber Mr. Kelly, den muss ich tragen. Für Motorrollerfahrer gilt Helmpflicht. Oh, wenn Sie Motorroller fahren, dann tragen Sie den Helm und wenn Sie in die Bank gehen, tragen Sie ihn bitte nicht. Tragen Bankräuber wirklich Sturzhelme, Mr. Kelly? Ausnahmslos. Ist doch gut, oder? Gut? Was soll daran gut sein? Obwohl Sie Bankräuber sind, haben Sie trotzdem immerhin wenigstens noch Respekt vor der Straßenverkehrsordnung. Ich schwör's dir, das macht mich wahnsinnig. Er ist also immer noch nicht weg? Warte mal. Nein. Okay, dann probieren wir es mit Mittel Nummer 2. Ich will aber keinen Essig mehr trinken. Nein, das war Mittel Nummer 1. Das hat aber nicht geholfen. Tja, das hilft eigentlich nie, aber damit versuche ich es immer zuerst. Und warum? Wenn Mittel Nummer 2 hilft, dann komme ich nicht in den Genuss, dich Essig trinken zu sehen. Also, wie sieht Mittel Nummer 2 denn aus? Und hier kommt Mittel Nummer 2. Eine Papiertüte über den Kopf. Ah. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Das hilft aber auch nicht. Nein, aber so siehst du gleich viel besser aus. Ich habe schon immer gesagt, du kannst einfach alles anziehen, Simon. Ja, aber mit Hüte auf dem Kopf siehst du definitiv am besten aus. Und was probieren wir als nächstes? Okay. Und jetzt trinkst du das hier. Okay, das geht ja. Du musst das Glas an der Stelle ansetzen. Hilft auch nicht. Manchmal bist du wirklich dusselig. Okay, jetzt erschreck dich. Wie willst du das denn machen mit deinen 1,20 Meter? Damit kannst du gerade mal einen Zwergpinscher erschrecken. Ach, ist das schade. So ein ordentlicher Schreck hilft immer. Ja, was soll's. Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Natsch, mach sowas nie wieder. Du hast mich zu Tode erschreckt. Und du hast deinen Schluckauf zu Tode erschreckt. Du hast recht. Große Klasse, Natsch. Gern geschehen, Simon. Okay, hört mal. Ich muss euch was erzählen. Mir ist da eben brühwarm was gekommen. Natsch, aus dem Alter solltest du längst raus sein. Nein, ich meine, mir ist eine super Idee gekommen. Ihr wisst doch, ich will mein eigenes Geschäft aufziehen. Ja, und was hast du dir überlegt? Ich habe beschlossen, ich werde ambulanter Billigboxbeutelschneider. Was? Billigboxbeutelschneiderei. Ambulante Beutelschneiderei mit Billigboxen. Warum verkaufst du nicht von Fischers Fritz gefangene frische Fische? Natsch, was machst du als Boxdiddle? Na, als Dings da. Ich verkaufe die Dinger auf der Straße. Du meinst, du verkaufst diese komischen Weinflaschen? Nein. Lautsprecherboxen, Hi-Fi-Boxen. Ich verkaufe welche, die vom Lastwagen gefallen sind. Natsch! Du meinst, du verkaufst gestohlene Hi-Fi-Lautsprecher? Nein, sind sie doch gar nicht. Sie sind nicht Hi-Fi? Sie sind nicht gestohlen. Das ist ja das Schöne dran. Sie sind nur zufällig von einem Lastwagen runtergefallen. Natsch, das heißt, sie sind gestohlen? Nein, das heißt, ich habe sie fallen lassen, als ich sie auf meinen LKW geladen habe. Das klingt einleuchtend. Und weil ich kaum Unkosten habe, kann ich sie sehr günstig verkaufen. Sie sind ein echtes Schnäppchen.
Und taugen die was? Nein, sind der volle Schrott. Wollt ihr ein paar kaufen? Spinnst du? Du hast doch eben gesagt, die sind der volle Schrott. Oh, ich muss daran denken, dass ich das den potenziellen Kunden nicht sage. Wisst ihr, und deshalb werde ich so tun, als wären sie gestohlen. Du willst den Leuten erzählen, dass sie gestohlen sind? Nein, ich erzähle den Leuten, sie sind nicht gestohlen, damit sie glauben, sie sind gestohlen. Aber warum sollen die Leute glauben, dass sie gestohlen sind? Weil sie denken, dass sie ein Schnäppchen machen. Und sie nehmen sich nicht die Zeit, sie richtig zu begutachten. Oh, das ist ja widerlich, ehrlich. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Ja, aber was das über unsere Gesellschaft aussagt, dass die Leute nur deshalb irgendwas kaufen, weil sie glauben, es ist gestohlen, weil sie glauben, ein Schnäppchen zu machen. Das ist wirklich unmoralisch. Tja, Debbie, die Welt ist voller unmoralischer Menschen. Ja, das kannst du laut sagen, Natsch. Geschieht Ihnen ganz recht, wenn ich sie ordentlich ausnehme. Also irgendwie tröstet mich das nicht unbedingt. Hör mal, Alter, das ist ein Zwei-Mann-Job. Ich bräuchte jemanden, der den Lastwagen fährt. Oh, das hört sich nicht schlecht an, finde ich. Ah, klasse. Und was den Gewinn angeht, machen wir halbe-halbe. Ich würde sagen 60-40 zum Beispiel. Und wer kriegt die 40? Ich natürlich. Schließlich bin ich derjenige, der das ganze Risiko tragen muss. Tja, das klingt eigentlich ganz fair, ja. Hör mal, ich will dich nicht über den Tisch ziehen, Alter, aber ein Geschäft ist Geschäft. Heißt das ja? Mhm. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Nein, Betty, kein weiteres Wort. Aber ich war gerade unten beim Einkaufs... Ich habe gesagt, kein weiteres Wort, ja? Nein, Betty, mir läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich das hier fertig kriegen muss, weil ich heute Abend nach Melbourne fliege. Und wenn ich Sie jetzt reden lasse, dann erzählen Sie mir irgendwas davon, dass ein monströser Gorilla auf dem Dach der Bank sitzt und harmlose Luftwaffenflugzeuge zerfleischt. Und dann kann ich nicht anders als zuzuhören und werde nie fertig. Ah, nicht ein Wort. Das Geld für die Reisekasse, haben Sie es? Kein Wort, wenn Sie es geholt haben, dann nicken Sie einfach. Wenn nicht, schütteln Sie den Kopf. Aber bitte nicht zu fest, sonst fällt die letzte Schraube raus. Gut, legen Sie es mir hin, ich stecke es nachher ein. Ich muss schnell das Gutachten der Baubehörde abholen. Aus, Hundeplatz. Ich habe eben überschlagen, dass ich mein Flugzeug gerade noch so kriege, wenn Sie kein Wort mehr sagen. Auch nicht, während ich weg bin. Ich verbiete es Ihnen. Menschenschinder. Na gut, wenn Sie meinen, dass dem so ist, dann kriegen Sie eben kein Stück Kuchen. Aber er hat mich echt total genervt, Debbie. Trotzdem, du darfst Leuten nicht androhen, dass du sie verprügelst. Du musst das mehr damenhaft angehen. Und wie zum Beispiel? Oh, ich weiß nicht, dass du ihm die Augen auskratzt. Sowas würde eine Dame sagen. Hi, Mädels, wollt ihr ein Stück Kuchen? Aber immer, was für einen hast du denn? Ich weiß nicht. Bist du jetzt dazu übergegangen, Überraschungskuchen zu kaufen? Ich habe ihn nicht gekauft. Jemand hat ihn mir auf den Gepäckträger von meinem Motorroller gestellt, als ich im Einkaufszentrum war. Oh, sei lieber vorsichtig. Wer weiß, was da drin ist. Ja, da könnte Gift drin sein oder sowas. Ja, oder eine Bombe. Oder eine Giftbombe. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ah, alles klar, es ist gar keine Bombe, es ist auch gar kein Kuchen. Es ist alles Geld. Es ist lauter Geld drin. Oh, lass mich mal gucken. Oh, heiliges Sparschwein, das müssen 400 oder 500 Dollar sein. Und alles in kleinen Scheinen und alle gebraucht. Ich bin reich, reicher, als ich es mir je in meinen kühnsten Träumen erträumt habe. Betty, 500 Dollar sind nicht gerade ein Ruhepolster für den Rest des Lebens. Aber wo sind die denn her? Ich meine, wem gehören die? Na, dir natürlich. Jenny, Betty kann das Geld nicht einfach behalten. Warum nicht? Ich sag immer, wer was findet, der darf's behalten. Solange du es mit deinen lieben Freundinnen teilst. Du hast recht, alles kleine, gebrauchte Scheine. Betty, hör mal, ich finde, du solltest das Geld lieber zur Polizei bringen. Aber nie, warum sollen wir die auch beteiligen? Findest du wirklich? Junge, Junge, was so manche Leute alles für lausige 500 Dollar machen. Meinst du das, Simon? Ah, hier steht was in der Zeitung. Irgend so eine Braut mit Sturzhelm auf dem Kopf hat eine Bank überfallen und kleine gebrauchte Scheine verlangt. Wirklich? Ja, und dann ist sie mit ganzen 500 Dollar entkommen. Ich meine, das ist doch das Risiko echt nicht wert, oder? Also ehrlich, jetzt stellt euch doch mal vor, man kriegt ein paar Jahre Bunker wegen lausigen 500 Dollar. Ich muss zur Polizei gehen. Betty, bist du wahnsinnig? Das ist das Letzte, was du machen darfst. Ja, hast du nicht gehört? Die Bankräuberin trug einen Sturzhelm. Sie werden glauben, dass du es warst. Ja, dann muss ich ihnen eben erzählen, dass ich es nicht war. Und die Wahrheit wird schon herauskommen. Ja, genau wie du. Du wirst auch herauskommen, 1995 aus dem Gefängnis. Oh nein, Debbie, ich werde bestimmt früher entlassen, wegen guter Führung. Sie hat recht, Parole Chicago, was immer auch passiert. Und was immer auch das heißt. Hör mal, Betty, du musst das Geld der Bank zurückgeben. Die hat jetzt geschlossen. Oh, hättest du nicht eine mit Nachtschalter ausrauben können? Aber ich hab doch gar keine ausgeraubt. Ich hab's. Du kannst es in den Nachtbriefkasten werfen. Oh, klasse Idee, Debbie. Nur was? Die haben da keinen. Oh, wir müssen es aber hier wegschaffen. Wir können es doch nicht einfach in dieser Tortenschachtel rumliegen lassen. Dann kommt jemand vorbei und nimmt es mit. Oh, Debbie, ich bitte dich, wer würde denn sowas Dusseliges machen? Na, du zum Beispiel. Ich weiß, wir können es verstecken. In einer Küchenschublade. Nein, 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 da suchen Einbrecher immer zuerst. Wie wär's hinter einem Bild? Nein, da suchen sie auch immer zuerst. Und oben auf einem Schrank? Nein, da suchen Moment sie auch... Moment mal, wenn du jetzt wieder sagst, da suchen sie immer zuerst, dann haben wir drei Stellen, an denen sie gleichzeitig zuerst suchen. Ja, was glaubst du, warum Einbrecher in Banden arbeiten?
also das Versteck an dem Einbrecher als allerletztes suchen. Wo könnte das sein? Ah, ich hab's. In der Portokasse. Genau. Oh, Betty, Sie sind noch da. Toll. Hören Sie, ich habe keine Zeit. Wenn ich mein Flugzeug kriegen will, muss ich mich selber eilen. So, Sie holen jetzt schnell mein Ticket vom Bord über den Kamin und... Aber Mr. Kelly, ich muss... Wo ist mein Geld? Schluss jetzt. Das liegt da drüben auf dem... Ja, fein. Aber Ticket holen jetzt. Und, hast du es dir erzählt? Er hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ah, da ist es ja. Gut, vielen Dank. So, ich bin weg. Jenny, du bist... und du passt auf Dings auf. Also Simon, du passt auf alle auf. Simon ist nicht hier, Dad. Ach. Ja, dann richte es ihm aus. Ich muss weg. Aber Mr. Kelly, Sie dürfen nicht gehen. Ich muss Ihnen noch was sagen. Bitte. Ja, also was denn, bitte? Also, die... Es tut mir leid, die Redezeit ist um. Wenn Sie Betty nur keine Sorge, wenn Sie was angestellt haben, dann würge ich Sie, wenn ich aus Melbourne zurück bin, okay? Wiedersehen. Zum letzten Mal würdet ihr mich bitte in Ruhe lassen. Ich habe keine Lust, Spielchen zu machen. Debbie, das ist kein Spiel. Wir wollen nur unsere Verkaufsmasche üben. Ja, Debbie, beim Straßenverkauf kommt es auf das Timing und das Teamwork an. Wir müssen unbedingt eine Probeboxrunde fahren. Was ist eine Probeboxrunde? Es ist dasselbe, als wenn du Zeitungen ausfährst, nur dass du Boxen verkaufst. Ich habe mir die Tour von einem Staubsaugervertreter ausgeliehen. Also komm, Debbie, können wir es dir einmal vorführen, hä? Okay, wenn ich euch dann endlich los bin. Hey, Debbie! Hi, Betty. Hi, Jungs. Machst du heute Überstunden oder was? Ja, sie bleibt noch ein Weilchen hier. Wir müssen noch ein paar Sachen besprechen. Ja. Oh, gut, sie kann uns auch helfen. Euch helfen? Wie? Wo abwarten und Tee trinken. Setz dich erstmal hin, okay? Und wir tun jetzt so, als kämen wir gerade angegondelt. Okay, du fährst. Müssen wir das wirklich machen? Simon, das nennt man Simulation. Es ist sehr wichtig, dass wir jede Phase der Operation durchspielen. Also lass jetzt den Lastwagen an. Brumm, brumm. Nein, also wenn du das nicht lauter machst, dann säuftet er wieder ab. Oh, klar, Natsch, also brumm. Nein, brumm, jetzt überdrehst du ihn doch total. Du riskierst einen Kolbenfresser und guck mal, wie du die Kupplung schleifen lässt. Natsch. Nein, Simon, hör mal zu. Immerhin bezahle ich die Miete für den Lastwagen von meinem Anteil, okay? Hey, wie viel kriege ich nochmal? 30% oder 40%? 20%. Ist das nicht ein bisschen knausig? Okay, sagen wir 15. Lass es doch ein Wort. Ich will dich ja nicht über den Tisch ziehen, Alter, aber Geschäft ist Geschäft. Machen wir jetzt endlich weiter. Du bist derjenige, der den Lastwagen fährt. Ja, erst die Handbremse lösen. Okay. Ich hab's. Ein toller Käfer auf der Highschool. Was? Na, wir spielen doch Filme raten, oder nicht? Nein, wir helfen Simon und Natsch ihre lächerliche Verkaufsmasche üben. Oh, und ich hätte gewettet, das wäre ein toller Käferfilm. Lass den Motor laufen, okay? Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich halte ein Auge offen wegen der Polizei. Die Polizei? Wieso? Hast du den Tatütata gehört? Nein, die Luft ist rein. Okay, Alter, leg los mit deinem Verkaufsgespräch. Girls, ihr habt nicht gerade zufällig mal $500 übrig, oder? weißt du, ich glaube, wir müssen das Ganze noch ein wenig überarbeiten. Hör mal, vielleicht hätten wir Simon erzählen sollen. Nein, je weniger Leute es wissen, desto besser. Ja, vielleicht hast du recht. Komm, Jenny, wach auf und geh schlafen. Ich hab doch geschlafen. Ach, warum machen das Leute eigentlich immer genau wie im Krankenhaus, wenn sie dich aufwecken, um dir eine Schlaftablette zu geben? Ja, oder wie im Flugzeug, da wecken sie dich auf, um dich zu fragen, ob du schlafen willst. Trotzdem, Jenny, komm, geh schlafen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Jenny. Vielleicht sollten wir alle ins Bett gehen. Aber was machen wir mit dem Geld? Ach, das ist schon gut aufgehoben. Und wenn jetzt ein Einbrecher kommt? Wir wohnen jetzt 10 Jahre hier und es wurde noch nie eingebrochen. Ja, genau deswegen. Und deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch demnächst mal eingebrochen wird, minütlich. Das ergibt keinen Sinn. Aber ja doch. Weißt du denn nicht, dass hier in Sydney alle 20 Sekunden ein Einbrecher irgendwo in ein Haus einsteigt? Na, warum schnappt denn nicht endlich mal jemand diesen Kerl? Dann können wir alle ruhig schlafen gehen. Jetzt spitz mal die Löffel. Das war das letzte Mal, dass du mich zu sowas überredet hast. Gute Nacht, Natsch. Was kann ich denn dafür? Wie kann ich das denn ahnen? Na, wie ist der Boxbeutel-Ernstfall gelaufen? Ach, nicht so gut. Wir haben eine Warnung gekriegt, dass wir keine Boxen auf der Straße verkaufen dürfen. Eine Warnung? Von wem? Von der Polizei? Nein, von 2 Hehlern. Die verkaufen wirklich gestohlene Ware. Die haben uns gesagt, dass bei dem Schrott, den wir verkaufen, anständige Diebe einen schlechten Ruf wegkriegen. Tja, Natsch, ich glaube, du solltest besser bei deinen Golfplatzleisten bleiben. Ja. Was steht denn hier rum? Ach, da ist nur ein bisschen Geld drin. Na, solltet ihr sie dann nicht lieber abschließen? Ah, ist sowieso nichts drin. Was? Es ist weg, es ist gestohlen worden. Oh, na, es gibt ja den berühmten Geldkreislauf, aber das ist lächerlich. Wie meinst du das? Na, das ist jetzt das dritte Mal, dass jemand diese $500 gestohlen hat.
Betty? Betty, was machen Sie hier? Mr. Kelly, Sie raten nie, was passiert ist. Oh, kaum bin ich zurück, geht das jetzt wieder los. Ich würde nur gerne zwei Dinge wissen. Wieso haben Sie mein Reisegeld in die Portokasse getan und wieso haben Sie so viel abgehoben? Ich habe doch keine 500 Dollar gebraucht. Dann waren Sie das also, der das Geld genommen hat. Betty, warte mal! Rat mal was, Debbie. Ich weiß jetzt, wo die 500 Dollar abgeblieben sind. Und ich weiß, wo sie herstammen. Sie gehören der Konditorei. Du meinst, die netten alten Damen von der Konditorei haben die Bank überfallen? Nein, nein. Ihr Botenjunge sollte das Geld zur Bank bringen. In der Tortenschachtel. Er hat sie einen Moment abgestellt, um sich die Schuhe zu binden. Und als er wieder aufgesehen hat, war sie weg. Der arme Junge ist total fertig. Aber was ist denn jetzt mit der Frau mit dem Sturzhelm, die die Bank überfallen hat? Was soll mit der sein? Tja, im Einkaufszentrum weiß niemand was von ihr. Na, kein Wunder, das ist in Brisbane passiert. In Brisbane? Ja, es war nur ein ganz kleiner Artikel in der Zeitung. Oh, aber warum hast du uns nicht gesagt, dass es in Brisbane passiert ist? Weil ich nicht ahnen konnte, dass das eine Rolle spielt. Und was machen wir jetzt? Ich weiß. Komm mal mit. Ah, Betty, ich möchte... Mr. Kelly... Ich fürchte, Sie schulden der Konditorei 500 Dollar. Ich glaube, ich gehe und komme noch mal zurück.